Also Leben, Ton, Erde sind drei Wörter, die mich in den letzten 35 Jahren eigentlich begleitet haben. Es sind drei Wörter, die symbolisch sind, Leben für die Technik, Schönheit und Ökologie. Und für mich ist es wichtig in meinem Tun, dass diese drei Aspekte immer in einer guten Balance sind. Woher kommt der Lehm? Lehm ist erodiertes Gestein, es kommt von unseren Bergen, es ist unendlich vorhanden, es wird immer da sein, weil wir können Erosion nicht vermeiden und das Holz wächst auf dem Lehm. Das Lehm ist ein Baustoff der Zukunft und es ist das klebrige Material. Und wenn wir den Aushub nehmen, den ausgraben und das Material nur durchsieben, aufbereiten, mit Wasser vermischen, in eine Schalung klopfen, trocknen lassen, bewohnen. Wenn das wieder zurück in die Natur geht, dann hat es die Umwelt nicht belastet. Oder wir können dieses Material 100-mal recyceln, ohne Qualitätsverlust. Es gibt kein Baumaterial, das so recycelt werden kann, dass die Qualität nicht verloren wird. So ist dieses Material, Aushubmaterial, 100% pure Erde, pures Baumaterial, das wir eigentlich links liegen lassen. Dass man damit bauen kann, muss man nur in die Geschichte schauen und auch mein eigenes Haus, ein Prototyp, das ich zusammen mit Roger Bolzhauser geplant habe und gebaut habe vor 12 Jahren. Es ist ein tragendes, dreigeschossiges Stammflehmhaus, 100% aus dem Aushub regeneriert gestampft. Das Wesen des Stammflehms ist zehntausende Jahre alt. Erdkrümelige Erde wird in eine Schalung gefüllt, lagenweise von Hand oder mit Pressluftstampfen verdichtet, gestampft. Es ist Handarbeit, aber es kann auch modernisiert werden. Lehm ist historisch gewachsen. Lehm ist auch in Europa ein traditioneller Bauweise gewesen. Es hat Publikationen gegeben, 1790 vor der Industrialisierung, wie man mit Lehm baut. Bau mit Erde, ohne fremde Zutaten, Häuser, die funktionieren und gesund sind. Warum bauen wir heute nicht mehr so? Warum bauen wir nicht mehr mit diesem Material, das vor Ort ist? Weil jedes Baumaterial, das neu ist, ist besser wie das alte. Das ist die Devise der Industrialisierung. Und die Industrialisierung ist auch der Grund unserer Klimakrise und gleichzeitig auch, dass der Lehm das Image verloren hat. Die Zementindustrie ist hier zum Beispiel in Vorarlberg 150 Jahre alt. Nicht zu Unrecht ist es am Pranger der Klimakrise, weil 14% des globalen CO2-Ausstoßes ist der Betonverwendung zuzurechnen. Eine irrsinnige Menge. Im Grunde genommen ist der Beton ein faszinierender Baustoff, ein wunderbarer Baustoff, aber er wird inflationär verwendet, er wird zu viel verwendet, ohne Fragen. Da müssen wir radikal reduzieren. Wie man das reduzieren kann, gibt es Beispiele. Holzindustrie, Holzarchitektur in Vorarlberg, in den letzten 30 Jahren hat sich das wunderbar weiterentwickelt. Es gibt Lösungen. Holz ist ein wichtiger Baustoff, er ist CO2-neutral, er wächst immer nach, er kann wiederverwendet werden und die industrielle Vorfertigung für den Holzbau ist auch weiterentwickelt worden und hat Wege. Aber es braucht noch mehr zum ökologischen Zustand. Es ist eigentlich die Erde, auf der das Holz wächst. Das müsste man als Bauweise wiederentdecken, wiederverwenden, so wie man überall auf der Welt gebaut hat. Ein Drittel der Menschheit lebt in Lehmhäusern, nach wie vor. Und wir müssen den Beton radikal reduzieren, auf die Fundamente reduzieren, also reduzieren von einem Haus. Vielleicht noch Brücken und Straßen bauen, okay, kein Problem. Aber Holz und Lehm ist eine gute Alternative. Lehm als tragendes Bauwerk funktioniert wunderbar, hat klimaregulierend, feuchtigkeitsregulierend, geruchabsorbierend, wärmespeichernd, architektonisch ansprechend. Lehm kann Holztragwerk tragen. Das heißt, in Zukunft Lehmblöcke, Holz als Decken,
Lehmblöcke, Holzaldecken, so kann ich wirklich ganze Konstruktionen bauen. Dreigeschossig, viergeschossig, fünfgeschossig. Wir müssen eigentlich dort wieder anfangen, wo die Industrialisierung uns den Lehm gestoppt hat und dass das möglich ist. Das haben wir schon bewiesen. Also man kann das industriell weiterentwickeln mit Maschinen. Man kann nicht das Material wechseln, sondern die Werkzeuge neu entwickeln. Eine 50 Meter lange Lehmwand wird praktisch zerschnitten, also auf die Baustelle transportiert und zum Beispiel dieses Ricola-Gebäude in Nähe Basel gebaut mit Herzog de Meuron. Eine Fabrik, die 110 Meter lang ist, 30 Meter breit, 12 Meter hoch, 670 Lehmelemente zusammengefügt, 45 Zentimeter stark, klimaregulierende Industriehülle. Dass das in Zukunft möglich ist, versuchen wir in Schliens momentan eine aktuelle Produktionsstätte zu bauen mit Stampflehm für diese Stampflehmprojekte für die Zukunft. Das heißt, Lehmelemente produzieren und die dann in Verbindung mit Holzbau wirklich große Strukturen zu bauen. Zentrales Element von diesen Halle ist eine 70 Meter lange Stampflehmmauer, 8 Meter hoch, tragend belastet, wo auch das, die Holzkonstruktion oben sitzt, der Hallenkran belastet ist. Und die Zukunft sehen wir eigentlich auch im Hausbau. Lehmelemente als tragendes Element, Holzbalken, Lehmelement, Holzplatten, Lehmelement, Holzplatten, damit kann man ganze Städte bauen. Für mich ist Lehmbau zurück, nicht in anachronistischer Hinsicht, dass das zurück zur Natur, also zur alten Bauweise, sondern zurück zur Vernunft. Danke.